Ja, nach der Energiekrise, nach der Klimakrise willkommen aus der Viruskrise. Kleiner Update. Wir sind 82 Millionen Leute hier im Land. Ich sage nicht Bürger, ich sage Leute. Davon sind grob geschätzt 128.000 infiziert. 3.000 sind gestorben, grob. Das macht einen Prozentsatz von 0,156% Infizierter und einer Letalitätsquote von 2,34%. Grobe Zahlen. Ja. Jetzt will sich unsere große Führerin am Mittwoch oder so mit ihren Mitfürsten der Länder treffen und will dann beschließen, wie das jetzt weitergehen soll mit unserem Grundgesetz, mit der Beschränkung der uns vom Grundgesetz gegebenen Freiheiten. Wie das damit weitergehen soll, ob das aufgehoben wird, schrittweise, mit Sicherheit schrittweise, oder nicht, oder ob es weitergehen soll. Der Hintergrund ist, sie haben ja eine riesen Zustimmung. 90%, über 90% der Leute sind für diese Beschränkungen. Bei diesen Zahlen, die ich da gerade gesagt habe. Ja? Ja. Da frage ich mich, es gab ja schon mal hier Grippeepidemien und die waren auch ansteckend. Und hoch ansteckend. Ja? Da gibt es ja in Google massenweise Belege für, ja? Die noch mehr Tote gefordert haben, wie das, was bis jetzt hier passiert ist. So. Nein, ich will das nicht so sagen. Jetzt frage ich mich, wie wird das weitergehen? Wie schätzt ihr das ein? Wird das zu großflächigen Freilassungen hier kommen, dass wir wieder frei uns bewegen können? Oder muss das eingeschränkt bleiben? Soll das eingeschränkt bleiben? Oder ist das Ganze einfach nur, ja, eine überzogene Handlung unserer Regierung, die uns hier aber mächtig in die Schranken weist? So. Weil ich das nicht weiß. Ich weiß aber, am 23. auf 24. fängt der Ramadan an. Da muss man ja besondere Rücksicht üben. Ostern war ja nicht so schlimm. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie was kommt. So. Und weil ich das nicht weiß, lassen wir den Kalle das entscheiden. Wir sagen also, wird es in der nächsten Woche beziehungsweise für die übernächste Woche Lockerungen geben. Und zwar versammlungstechnische Lockerungen geben. Wird man wieder in die Kirche gehen dürfen? Wird man wieder seiner Religionsfreiheit frönen dürfen? Oder nicht? Ja? Ja oder nein? Zwei Flaschen, zwei Dosen hier. Kalman, melde dich mal hier. Der Kalle soll es richten. Kalle, komm. Kalli, mach mal Plätzchen. Mach mal Plätzchen. Siehst du? So, die verstecken wir jetzt hinten und der Kalle kann ja mal gucken, was er sagt dazu. Ich bin mir bewusst, dass das hier alles, dass ich das ein bisschen locker sehe, aber ich sehe die ganze Sache locker. Angesichts der Zahlen. Bleib da, Kalle. So, da ist ja mein kleiner Drossel auch. Mein Freund. So. Die legen wir jetzt hier hinten gleichberechtigt nebeneinander. Und da sehen wir, er kann ja nur eine tragen, also. Mehr geht ja nicht. Jo, siehst du, ach komm, lass uns mal hier lang gehen. Vergiss mal nicht, blüht auch schön, super.
So, hier in das grüne Gewusel. Wer weiß, was das für ein Kraut ist, möge es mir bitte sagen. Legen wir die hin. So. Ach komm, ich gehe hier runter. Dann machen wir noch eine andere Spur. Ich wundere mich immer, wie solche Maßnahmen vom Volk, Anführungszeichen, bewundert werden und für gut geheißen werden. Ich kann mich darüber nur wundern. Ich kann nur im Kopf mitschütteln, echt. Darf man Motorrad fahren? Ja, mein Gott, warum nicht? Ich weiß, das wird... Ja, super. Das wird hässliche Kommentare geben, aber wen stört's, ne, Kalle? Dann geh mal gucken. Sag du uns mal, was hier Sache wird. Jetzt habe ich gar kein Leckerli, aber das ist ein deutscher Schäferhund, der funktioniert auch ohne Leckerli. Ne? Du ja eher weniger. Oh, er kommt schon. Da kommt er schon angeflitzt. Na, komm mal her, kleiner Mann. Mal sehen, ob ich Hoffnung haben kann. Ja, da liegt es doch. Super. Nein. Ha. Wir werden also noch ein bisschen weiter freie Autobahn haben. Nicht zum Friseur können. Ach so, zum Friseur darf man ja. Söder hat, glaube ich, gemeint, 1,5 Meter Abstand wäre ganz gut. Beim Friseur, ja, bin ich ja gespannt. Ne? Also, jo. Möbelläden sind zu, aber Blumen darf man kaufen irgendwo. Aber nur im Gartenmarkt, nicht beim Blumenhändler. Also, super, ne? Und, ja. Grenzen kann man nicht schützen, aber man darf von Hamburg nicht nach Schleswig-Holstein, ne? Alles cool. Super. Tolle Sache. Tolle Wurst. Ja, bring der andere auch noch mit, Kalle. Komm, den hängen wir noch dran. Ja. Ja, ich sag nur deutscher Schäferhund, ne? Warum soll der anders sein wie das deutsche Volk? Der ist halt so. Dienstbeflissen bis zum Letzten. So ist das. Da kommt er auch damit angewetzt. Ne? Würde ich jetzt dann noch ein Schild hinlegen, soll der deutsche Schäferhund da morgen ausgerottet werden, würde er auch noch holen. Ja. Ja. So, jetzt essen wir Leckerli und sagen Tschüss, ne? Guten Mutes und wir lassen uns den Spaß nicht verderben, Kalle, ne? Weil so viel Spaß haben wir nicht mehr. Du bist jetzt 10. Der alte Herr ist auch schon nicht mehr neu. Also, Corona, leck mich du Sack.